wissen, dass ich Mathe auf Lehramt studiere. Das ist für den Text als Vorwissen notwendig. Und er heißt Jana 23, nicht betrunken. Ich hasse Clubs. Zu laute Musik, um sich zu unterhalten. Zu viele Menschen, als dass ich tanzen könnte. Zu wenig Luft, die man atmen kann. Eigentlich wollte ich mich mit ihr treffen, um dann mit ihr über dich zu reden und das Ganze drumherum, weil Gefühle komisch sind und meine ganz besonders. Was sind eigentlich Gefühle? Gibt es einen Beweis dafür, dass sie überhaupt existieren? Darf man die essen und wie schmecken die? Wahrscheinlich komisch. Aber sie war der Ansicht, dass Ablenkung für mich jetzt genau das Richtige sei. Ablenkung und mich richtig begehrenswert fühlen. Auch wenn ich ihr gesagt habe, dass du mich ja gar nicht gekorbt hast. Also jedenfalls noch nicht. Und ich auch keinen anderen Typen gerade will. Und dann sind wir in die Nachtschicht gegangen und es war einfach nur anstrengend. Zu laute Musik, zu viele Menschen, stickige Luft. Was für eine Überraschung. Und ich habe die ganze Zeit zugesehen, wie sie von einem Typen nach dem anderen angetanzt wurde. Und ich von keinem. Wie immer. Ich kann alle Menschen, die mich beim Feiern angesprochen haben, an drei Fingern abzählen. Es sind drei. 1. 4. August 2011, ich bin 17 und das erste und einzige Mal in meinem Leben in einer Disco, für die ich eigentlich noch zu jung bin. Er sagt Hallo, ich bin so überfordert, dass ich nur komisch gucke und nicht mal Hallo zurücksage, falls du das hier gerade zufällig siehst, im Internet oder so. Sorry, das war nicht böse gemeint. 2. 22. November 2013, Germanistikparty. Er so, hey, mein Freund findet dich süß, hast du Lust mit dem zu tanzen? Ich so, nein. 3. 12. Juni 2015, Bravo Hits Party. Ich bekomme eine Limette geschenkt, weil es ihm gefällt, wie ich zu Last Ketchup tanze. Ich verstehe kein Wort von dem, was er noch sagt. Die Musik ist zu laut. Am Ende knutsche ich mit seinem Kumpel. Dabei muss man nämlich nicht reden. Vielleicht liegt es daran, dass ich schon diese Ausstrahlung habe. Achtung, die wird sich noch mehrere Jahre lang daran erinnern, an welchem Tag du sie angesprochen hast. Genau wie an dein Geburtsdatum, die Anzahl deiner Geschwister, deinen Notendurchschnitt im Abi und die Größe deines Perikards. Das ist medizinisch für Herzbeutel und eine Metapher, weil Menschen ja nur im übertragenen Sinne ein großes Herz haben. Und ich fand's witzig, weil es ja auch Menschen geben soll, die Zentimeterlängen anderer Körperteile wissen. Egal. Ich mag Zahlen, vor allem vollkommene Zahlen und Zweierpotenzen und jede Art von Primzahlen. Darum studiere ich doch auch Mathe. Top 3 meiner Sexfantasien ist, dass jemand über einen Beweis nachdenkt, während er mit mir rummacht, dann kurz aufhört, um ein kleines quadratisches Kästchen mit dem Finger auf mich zu zeichnen, also es machen Mathematiker am Ende von einem Beweis, und mich dann weiter zu küssen. Du hast immerhin mal beim Kuscheln plötzlich nach oben links geguckt und dann gemeint, ich glaube, ich habe gerade die Aufgabe mit dem Tensorprodukt gelöst. Lineare Algebra, Übungsblatt 3, Aufgabe 3. In dem Moment war ich schon ein bisschen verliebt in dich. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Verliebtheit ist schließlich auch nur Hormonscheiße und die kann schnell wieder weggehen, vor allem wenn man sich wie wir schon seit 4 Tagen nicht gesehen hat und du vielleicht mittlerweile festgestellt hast, wie sozial inkompetent ich eigentlich bin. Sie hat nicht diese Ausstrahlung. Sie rechnet beim Küssen wahrscheinlich auch nicht aus, wie alt ihr durchschnittlicher Kusspartner im Vergleich zu ihr ist. 249,4 Periode, 6 Tage jünger. Sie macht auch Emojis, ich nur Smileys aus Zeichen, das fandest du komisch an mir. Einer der Typen hat ihr dann einen Shot nach dem anderen ausgegeben, bis ihr schlecht geworden ist. Jetzt hängt sie im Mädchenklo über einer Schüssel und ich halte ihr prophylaktisch die Haare. Clubs sind scheiße. Ein Mädchen an den Waschbecken erzählt ihrer Freundin, welche Unterwäsche sie heute angezogen hat. Leo-Muster, Push-Up und String. Und was für eine Verschwendung es gewesen sei, gestern noch zum Waxing zu gehen, wenn sie jetzt doch nicht flachgelegt wird. Aber hey, dann wird Timo wohl nie erfahren, dass ihre Blowjobs echt Premium sind. Auf jeden Fall besser als die von der Schlampe, mit der er dann abgehauen ist. Männer sind nun mal Schweine, aber gut, dann fährt sie gleich vielleicht noch zu Timos besten Freund, damit der sie ficken kann. Sixpack ist Sixpack. So geht's halt auch, denke ich. Und dass ich wohl eher nicht der Typ für One-Night-Stands bin. Ich komme ja schon so nicht klar auf Jungs, auf Zwischenmenschlichkeit, darauf, dass du meine 220-Wörter-Nachricht, dass ich es cool fände, wenn wir uns besser kennenlernen würden, gelesen hast, aber nicht geantwortet. Scheiß blaue Haken, ey. Wäre ich ein One-Night-Stand-Mädchen, würde ich allerdings keine zusammenpassende Unterwäsche tragen, schon gar nicht mit Leo-Muster, sondern den lila Slip und den schwarzen T-Shirt-BH. Darin sehe ich gut aus, es beißt sich nicht, aber ich könnte immer vollkommen authentisch behaupten, dass ich sowas ja normalerweise nicht machen würde, ich wäre schließlich nicht so eine. Und dann fällt mir auf, dass ich genau die One-Night-Stand-Unterwäsche anhatte, als ich dich das erste Mal geküsst habe. Nicht geplant, einfach aus Zufall. Und ich frage mich, ob das ein Zeichen war. Sie wirkt nicht mehr und trinkt brav das Wasser, das ich ihr gebe, und auf dem Weg zur Straßenbahn läuft sie dann fast schon alleine. Clubs sind scheiße, denke ich. Und dass ich mich beim nächsten Mal nicht dazu überreden lasse, höchstens wenn Mathe-Party ist, da sind die Menschen sozial eher so auf meiner Wellenlänge. Und sie und ich werden zusammen genauso viel Promille haben wie jetzt, aber gleichmäßiger verteilt. Und vielleicht nerven mich dann die zu laute Musik, die zu vielen Menschen und die zu wenige Luft nicht so sehr. Und als ich nachsehen will, wann die nächste Bahn kommt, sehe ich, dass du mir geantwortet hast. Können wir machen. Werden ja sehen, wo es hinführt. Und ein Smiley, kein Emoji, einfach Doppelpunkt, Klammer zu.
Und ich denke, dass Clubs scheiße bleiben. Aber der Abend nicht mehr ganz so sehr. Dankeschön.